Hallo, mein Name ist Jasmin Tabatabai und ich begrüße Sie zu meiner Carte Blanche. Und in einer Auswahl von Lieblingsfilmen, die ich präsentieren darf, darf natürlich ein iranischer Film nicht fehlen. Ich habe ausgesucht Bort Konakye Sefid, Der weiße Ballon, Film von 1995 von Jafar Panahi, aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist es für mich ein unglaublich berührender und schöner Kinderfilm, der eine universelle Geschichte erzählt, die einfach überall auf der Welt funktioniert. Es ist die Geschichte von einem kleinen Mädchen, die einen Fehler macht und versucht, das wieder gut zu machen. Ich glaube, so einfach kann man es irgendwie zusammenfassen, und es ist einfach so, dass ich glaube, jeder hat mal in seiner Kindheit einen Moment erlebt, wo er was kaputt gemacht hat oder was verloren hat, was seinen Eltern gehört hat. Und ich habe nie einen Film gesehen, der mich so in diese Kindheitsnöte, Ängste irgendwie zurückgebracht hat, wie Der weiße Ballon. Zum anderen ist es der Film, der mich vor über 20 Jahren, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, der so eine Art, wie soll ich sagen, Wiederbegegnung mit dem iranischen Kino für mich bedeutet hat. Ich kannte diese Filmemacher nicht, die waren alle neu. Und sie kamen, also ob es jetzt Kiarostami ist oder Panahi, sie kamen alle sozusagen mit einer Wucht auf den internationalen Markt, der so einem so umgehauen hat. So unglaublich toll erzählte, differenzierte, tiefsinnige Filme, emotional, berührend, wie man sie eigentlich im westlichen Kino selten hat. Und ich frage mich manchmal, warum wir mit all unseren Möglichkeiten das so selten schaffen, Filme zu machen, die so universell und berührend sind, und andere Leute in so Ländern, wo es eine ganz starke Zensur gibt und die ganz wenig Möglichkeiten haben und ganz wenig Freiheiten, es eher schaffen oder in so einer Regelmäßigkeit schaffen. Und es liegt vielleicht auch an der sehr, sehr alten, tief verwurzelten iranischen Erzähltradition. Und zu guter Letzt natürlich möchte ich diesen Film Jafar Panahi widmen und ihn damit noch einmal feiern, weil es, wie wir ja alle wissen, ein Filmemacher ist, dem ein 20-jähriges Berufsverbot auferlegt wurde, aufgrund von seiner kritischen Haltung der Regierung gegenüber. Und er ist also, glaube ich, zu einer 6-jährigen Gefängnisstrafe und zu 20 Jahren Berufsverbot verurteilt worden. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie ein Leben wäre, wo man keine Kunst machen darf oder seinen Beruf nicht ausüben kann. Und deswegen möchte ich den heutigen Abend Jafar Panahi widmen, und euch wünsche ich viel Spaß mit Der weiße Ballon.